Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIVE Online-FLIVE PC Video. Und wir haben heute ein Thema, und zwar das Power-Ups im Überfluss Event, was ich persönlich generell mal ansprechen wollte. Das Event an sich ist jetzt sowieso schon wieder vorbei, aber es gab da eine interessante Änderung und über die möchte ich reden und auch, warum ich persönlich der Meinung bin, dass die Änderung immer noch nicht die richtige war. Und außerdem gibt es zwei Codes zum Einlösen. Habt ihr schon mal mitbekommen, dass das der ein oder andere nicht mitbekommt, wenn es neue Codes gibt und die sind auch beide noch gültig. Ich habe sie gerade selber ausprobiert und war noch gültig. Der eine ist gleich sogar noch bis 22. April gültig, der Ostercode. Also ja, könnt ihr auf jeden Fall noch einlösen. Ich zeige euch gleich, wie die Codes heißen. Und dann reden wir hier über das Power-Ups im Überfluss-Event. Also zuallererst mal die Codes. Die Codes sind maint.de0325 und happyeaster.de. Das kann man also easy schnell abschreiben. Und die löst ihr ein, indem ihr in den FLIVE-Shop unten links auf Coupon klickt. Dann öffnet sich eine Internet-Explorer-Seite lustigerweise und da könnt ihr dann den Code eingeben. Und wenn ihr euch dann bei vollem Inventar das nächste Mal einloggt, habt ihr die Items im Inventar oder solltet ihr genug Inventarplatz haben, dann habt ihr die Items vermutlich direkt im Inventory. Und ja, soviel zu den Codes. Und jetzt aber, wie gesagt, nochmal zu diesem Power-Ups im Überfluss-Event. Was hat sich da geändert oder worum geht's hier? Also hier, das ist, glaube ich, unverändert schon seit Ewigkeiten immer das Gleiche ungefähr gewesen. Vielleicht haben sie hier und da mal eine Sache hinzugefügt und einmal was weggenommen. Aber ja, so ultra viele verschiedene Power-Ups, von denen man auch bei einigen sagen kann, ist das jetzt wirklich so ein gutes Event oder ist das jetzt so ein gutes Power-Up? Ist natürlich immer betrachtungsweise. Es gibt halt Leute, die brauchen alle Power-Ups oder fast alle. Und dann gibt es halt Leute, die brauchen sie, naja, wirklich nur, wenn sie auch was bringen. Also so minimale Boni interessieren dann halt viele. Vor allem, wenn die Power-Ups an sich nur 5 Minuten laufen oder so. Dann wahrscheinlich doch eher weniger. Und das wurde jetzt geändert, während dem letzten Event, also jetzt am Wochenende quasi, haben sie das jetzt mal überarbeitet. Bei ein paar Power-Ups oder bei den meisten weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht auswendig, was die alles können. Aber es klingt auf jeden Fall deutlich besser. Es sind vor allem auch einige neue Power-Ups dabei. Und zwar die Ballons haben wir hier verschiedene vom zweiten Jahrestag. Shining Star Apple, Fresh Tomato, das soll wahrscheinlich Kürbis heißen, Kürbis-Lolli, liebliches Kohleklümpchen, das war ja, glaube ich, ein richtig heftiges Power-Up, wenn ich mich daran erinnere, oder zumindest war es mal richtig teuer. Das ist das, woran ich mich erinnern kann. Fita-Cookies sind auch ziemlich beliebt. Green Root Beer, naja, gut, wobei es ist die 2022-Variante, aber die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Pure Salt, na gut, da kann ich jetzt aber wirklich sagen, naja, Pure Salt ist jetzt nicht so gut. Aber ja, auf jeden Fall Knoblauchkrabbe, Saucy Carbonara, das ist nicht schlecht. Onigiri und Mochi kenne ich, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht. Aber ihr seht schon, Wedding Cake auch gut, die 2018er Soccer Boys und die abgegradeten Gummy Bear statt den, achso, weil das hier sind zumindest die Giant Bears gewesen tatsächlich. Okay, ich glaube, es sind tatsächlich auch andere. Aber auf jeden Fall haben sie die Belohnungen nochmal ein bisschen erhöht und vor allem wahrscheinlich overall nur bessere Power-Ups reingepackt, wenn man es von Pure Salt vielleicht absieht. Und versteht mich nicht falsch, ich will gar nicht über die Power-Ups reden, weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein paar davon sagen mir jetzt persönlich gar nichts oder ich kenne jetzt nicht alle Effekte auswendig und darum geht es auch gar nicht. Also ich vermute mal, einige der Power-Ups, wenn nicht sogar alle, wurden vielleicht sogar von der Community vorgeschlagen. Pack doch lieber das rein statt das und hier und da und jenes. Also hoffe ich mal zumindest, dass das so ein bisschen so abgelaufen sein könnte. Oder einfach, dass ich es von Cash-Shop-Interaktion oder von genereller Beliebtheit von allgemeinem Feedback oder so ableiten konnten, welche Power-Ups vielleicht da besser reinpassen und welche nicht. Aber wie gesagt, es geht gar nicht um die spezifischen Power-Ups. Also mir persönlich geht es einfach darum, wie das Event funktioniert. Und wie das Event funktioniert, ist meiner Meinung nach immer noch sehr schlecht, weil ja, sie haben jetzt die Belohnungen verbessert. Aber mein größtes Problem bei diesem Event, vor allem in FLIVE PC, wo der Inventarplatz auch seit der letzten Erweiterung, die wirklich gut getan hat, also das Inventar ist ja mittlerweile in FLIVE PC auch sehr, sehr groß, vor allem die Invi-Bags sind sehr geil, muss ich persönlich sagen, also die gefallen mir auch sehr, sehr gut, ist einfach mein persönliches Problem, dass wir trotzdem nicht die Möglichkeit haben, weil es ja doch noch extrem viele seengebundene Gegenstände gibt und so weiter, die wir mit uns rumschleppen, dass wir trotzdem nicht die Möglichkeit haben, uns wirklich damit anzufreunden oder wir wollen es einfach nicht oder ich will es nicht, dass man dann hier bei einem Event, klar, du musst nicht alles aufheben, man kann Inventory voll machen, nur die Items mitnehmen, die man will, aber trotzdem ist das irgendwie nervig, wenn du bei einem Event sagen musst, nein, ich will nicht 12, 13, 15, ich habe es jetzt nicht gezählt, es sind wahrscheinlich sogar über 20, Power-Ups im Inventar haben, das nimmt mir viel zu viel Platz weg, das will ich nicht oder so viel Platz habe ich gar nicht und ich will den Platz auch nicht dafür freiräumen oder so. Ist jetzt in meinem Fall ein schlechtes Beispiel, mein Inventar ist komplett zugemüllt mit wertlosem Müll. Sage auch nicht, dass das momentan mein Problem ist, aber generell ist es ein Problem, dass man hier nicht die Möglichkeit einfach schafft oder das habe ich einfach noch nie nachvollziehen können, warum sie es nicht einfach so machen, dass sie eine Power-Ups-Überfluss-Box oder eine Power-Up-Box
erschaffen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit droppt. 0,5, 1%, 2%. Gut, bei einem Wochenendevent wäre 0,5 ein bisschen wenig. Bei einem Wochenendevent vielleicht so 1 bis 2%. Bei jedem Monster. Und am Ende des Events hast du dann, keine Ahnung, 50 Boxen oder so. Und im allerbesten Fall kannst du dir das Power-Up aussuchen. Das wäre natürlich 10 von 10. Gut, dass sie das nicht machen, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Aber zumindest, dass du dann halt eine Chance hast. Zum Beispiel liebliches Kohleklümpchen hätte dann 0,5% Drop-Chance. Und von mir aus diese drei Teddybären hätten jeweils, keine Ahnung, 7% oder so. Und eine ganz normale Lucky-Box mit Power-Ups, so ähnlich wie die Power-Buff-Box oder so. Und dann hast du halt einfach die Box. Davon kannst du ewig viele farmen. Du kannst auch mehrere Events nacheinander farmen, dir so ein Stack von diesen Boxen holen. Und dann irgendwann machst du sie auf und holst dir die Power-Ups. Und dann schmeißt du direkt alles weg, was du nicht willst. Was du willst, behältst du. Und es hat sich erledigt. Und du musst nicht die ganze Zeit beim Leveln den Inventarplatz freihalten oder dich immer wieder wundern, was liegt denn da Komisches auf dem Boden? Ach, ist von dem Event. Ja gut, das will ich nicht. Passt, wenn es da liegt. Oder, oh Mann, das habe ich übersehen. Das gibt es auch bei dem Event. Mist, das muss ich mitnehmen. Muss wieder was wegschmeißen oder so. Finde ich halt ziemlich nervig. Und vor allem das größte Problem ist ja an der Tatsache, dass diese Power-Ups im Überfluss-Event meistens zusätzlich starten, weil es ja in der Regel so Wochenend-Events sind. Nur weil das jetzt vielleicht auch noch auf ein paar andere Events anwenden kann, aber das Power-Ups im Überfluss-Event ist, glaube ich, das häufigste. Weiß gar nicht, ob es dieses Juwelenregen-Event noch bei FlyFPC gibt oder ob das noch veranstaltet wird, wo man, was hat man da gedroppt? Garnet-Piece, Amethyst-Piece, ihr wisst schon, was ich meine, wo man alle Edelstein-Pieces und auch die richtigen Edelsteine droppen konnte. Das ist auch so ein schreckliches Event. So, warum veranstaltet man das in der Form, wo du 35 verschiedene Items droppen kannst? Und grundsätzlich will man sie eigentlich schon haben, aber nicht, wenn man dafür auch 35 Plätze in seinem Inventory für freiräumen muss. Und leider machen sie das Gleiche, by the way, bei FlyFPC Universe auch. Also bei FlyFPC Universe haben sie das auch nicht verbessert. Da gibt es auch so ähnliche Events. Und da ist es genauso. Und ich verstehe einfach nicht, wieso nach literally 20 Jahren Erfahrung, dass man da nicht sagen kann, ja, komm, wir machen einfach eine Lucky Box, die hat eine deutlich seltener oder eher seltene Wahrscheinlichkeit, dass sie droppt. Dafür ist alles gebunden in einer Box. Wobei, zu selten soll es dann wieder auch nicht sein. Das heißt, der Power-Ups im Überfluss bei 1%, wahrscheinlich wäre 5% ein bisschen besser. Ist ja egal, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und dann hätte man alles in einem Inventarplatz gebündelt und wie gesagt, man kann es dann immer öffnen, wenn man will. Also jeder kann dann selber entscheiden, will ich es jetzt öffnen, will ich meinen Inventarplatz voll machen mit diesen Power-Ups oder sammle ich lieber noch ein bisschen und öffne es am Ende vom Event oder wenn das Event vorbei ist, sammle noch das nächste Event mit oder wie auch immer. Das wäre halt wirklich cool. Und da fehlt mir halt wirklich das Verständnis, warum das nicht möglich ist, weil ich meine, warum sollte das nicht möglich sein? Also literally einfach ein Item erschaffen, eine Box, wo die ganzen Items drin sind und diese Box droppt dann. Also ich wüsste nicht, warum das nicht möglich sein sollte. Und ehrlich gesagt, kann ich mir auch kaum Kontra-Argumente dafür vorstellen, weil was wäre wirklich ein gutes Argument dagegen? Also mir fällt legit keins ein, weil ich meine, am Ende des Tages, du kannst ja die Power-Ups, die du dann aus der Box bekommst und nicht wolltest, einfach trotzdem noch wegschmeißen. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt wirklich nur, sagen wir, die Spicy Carbonara oder whatever, ja, dann warte ich, bis ich sie einmal gedroppt habe. Aber das ist ja schon das erste Problem. Ich muss ja erstmal alle Power-Ups, die ich wirklich will, droppen, sie einmal ins Inventar tun und erst dann kann ich mein Inventar voll machen und sagen, gut, alles, was jetzt noch droppt, interessiert mich nicht. Die Items, die ich will, habe ich. Und das heißt, ich kann nichts mehr verpassen. Aber um nichts mehr zu verpassen, musst du ja, wie gesagt, trotzdem erstmal die Items, die du wirklich willst, einmal gedroppt haben, einmal im Inventory haben und erst dann funktioniert das Prinzip. Also auch diese Zeit würde man sich sparen. Also es gibt in meinen Augen eigentlich wirklich fast nichts, was dagegen spricht, außer vielleicht von technischer Seite, von der ich natürlich keine Ahnung habe. Aber dann wiederum, warum zum Teufel sollte das nicht wirklich sein, so eine Box zu erschaffen? Literally jedes Event hat irgendwelche Boxen mit Wahrscheinlichkeiten, dass irgendwelche Items zu X Wahrscheinlichkeit drin sind. Also warum sollte man solche Boxen nicht einfach bei normalen Monstern droppen lassen können? Das würde mir wirklich komplett an Verständnis fehlen, warum das nicht gehen sollte. Also ist einfach nur meine Meinung. Ich will es ja auch nicht zu sehr haten oder so. Also ich hate eigentlich auch gar nicht. Ich sage einfach nur, das ist so eine Sache, die ich mir schon immer gewünscht habe, die ich auch literally bei jedem Power-Ups im Überfluss-Event, also ich sage das schon seit Ewigkeiten, also schon seit wirklich 10 Jahren bei FlyFPC, bei FlyFPC Universe auch schon seit dem ersten Event, wo sie das veranstaltet haben, wo ich dir genau das Gleiche gesagt habe. Die machen das schon immer so, dass sie all diese Items einzeln droppen und die erwarten dann ernsthaft von den Spielern. Also ich meine, klar, du kannst natürlich sagen, ja, ich will nicht jedes Item und ich heb nur 5 oder so davon auf. Aber es ist halt dann trotzdem immer mit Rumjonglieren mit den vorhandenen Inventarplätzen, Inventar voll machen, dass du das andere Zeug nicht mehr aufhebst und pipapo. Ist einfach ein bisschen ein Graffel. Und man könnte es den Spielern einfach angenehmer gestalten, wenn man einfach eine Box droppen lässt
Und danach beim Opening kann jeder dann instant einfach alles wegschmeißen, was ihm nicht gefällt. Also das ist einfach mir unbegreiflich und sie machen es immer und immer wieder. Und das ehrlich gesagt triggert es mich schon ein bisschen, weil es einfach so unnötig ist. Und wenn die selber das Spiel spielen würden, glaube ich nicht, dass irgendeiner von denen das auch cool fände, so wie sie es regeln und schon immer geregelt haben bei dieser Art von Event. Und das ist einfach schade. Ja, und dann, wie steht's so beim Farmen? Also ihr seht, ich habe jetzt über 400 Easter Eggs gefarmt. Ist nicht allzu viel, die droppen tatsächlich ziemlich gut. Also ich will mich auch gar nicht damit brüsten. Ja, ich habe eher weniger gefarmt, als ich erwartet hätte am Wochenende. Aber dadurch, dass das Event ja immer noch jetzt ein bisschen geht, ein bisschen was kommt vielleicht noch zusammen. Und in 2 Wochen findet tatsächlich das erste Stage-Final statt. Und das wird auf jeden Fall auch interessant. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute dafür jetzt qualifiziert sind, ehrlich gesagt. Also maximal wären es 48 gewesen. Aber ich selbst habe mich, glaube ich, 7 Mal qualifiziert. Das heißt, allein wenn ich das abziehe, können es maximal... Aber beim allerersten Mal war ich nicht dabei, muss ich zugeben. Aber trotzdem müssten es dann, ja, keine Ahnung, es werden wahrscheinlich so irgendwas zwischen 20 und 30 sein, vermute ich mal, weil sehr viele Leute waren natürlich doppelt oder dreifach oder fünffach oder sechsfach drinnen in den Qualifiern. Und man kann sich ja vermutlich nicht doppelt qualifizieren, beziehungsweise wird es einfach keinen Sinn ergeben. Ich meine, wenn du einmal qualifiziert bist, bist du qualifiziert. Was weiß ich, also mal gucken, wie das dann abläuft. Das ist unser erstes richtiges Tournament. Bisher haben wir nur Qualifier gespielt sozusagen für dieses Tournament. Und ja, findet wie gesagt in 2 Wochen dann erst statt. Und da werde ich dann wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen mehr spielen. Also letztes Mal habe ich jetzt eigentlich immer nur so irgendwas zwischen 2 und 5 Stunden gespielt. Gut, 5 Stunden ist für meine Verhältnisse natürlich nicht wenig. Am meisten spiele ich ja so, keine Ahnung, vielleicht einmal am Tag 20 bis 40, 50 Minuten. Letzter Zeit war ich halt recht aktiv mit dem Verkaufen, damit ich mir diesen Drachen kaufen konnte und so. Weil das jetzt ja auch wieder vorbei ist, deswegen habe ich erst meine Online-Zeit jetzt wieder ein bisschen abgenommen. Aber ja, wie gesagt, mal gucken. Und generell haben sie auch ein bisschen was geändert bei Gempion. Also wir haben so das erste Gempion, Struktur-Update bekommen. Und zwar haben sie verändert, wie sich Tournaments verhalten. Also die Tournaments gehen jetzt irgendwie immer 2 Tage. Die Uhrzeiten haben sich geändert und so. Also wer da ein bisschen am Start war oder ist, wird sich auf jeden Fall gewundert haben, dass sich jetzt da ein bisschen was getan hat. Finde ich tatsächlich auch gar nicht so gut, weil die Uhrzeiten sind jetzt zum Beispiel 1 Uhr nachts. Und ich fand es vorher eigentlich ganz chillig. Das war immer um 17 Uhr haben die Tournaments angefangen und um 15 Uhr haben sie geendet. 1 Uhr nachts, vor allem am Wochenende, wäre es natürlich nicht so schlimm. Aber ich denke, halt unter der Woche ist es irgendwie eine blöde Uhrzeit. Und ja, keine Ahnung, gefällt mir persönlich nicht so gut, aber vermutlich ist es halt eher wieder an den östlichen Uhrzeiten, an der asiatischen, koreanischen Uhrzeit gerichtet, weil wenn man da dann wieder die Zeit draufrechnet von der deutschen Zeit zur koreanischen, ist es bei denen halt in der Früh und so und macht dann vielleicht von denen aus mehr Sinn. Und naja, gut, dadurch, dass es 2 Tage geht, kannst du jetzt nicht wirklich argumentieren, ja, 1 Uhr nachts, das ist ja eine unchristliche Zeit oder so. Naja, ich meine, du hast 48 Stunden Zeit, von dem her, naja, wie gesagt, also... Nur, falls das vielleicht jemand nicht mitbekommen hat, also die Uhrzeiten haben sich da geändert. Und genau, ansonsten, wie gesagt, ich werde noch so viel farmen, wie es geht. Es wird aber nicht mehr allzu viel sein, vermutlich. Und ja, dann bin ich schon gespannt, ob sie vielleicht, was ich mir nicht vorstellen kann, aber cool wäre es auf jeden Fall, wenn das, als Oster-Event ist ja, also es sind 2 Sachen, aber wenn man jetzt wie ich nur Monster grindet, dann sind es ja nur die Easter Eggs, was einerseits cool ist. Du hast nur ein Event-Item, das dann Inventarplatz verbraucht. Und musste ich nicht um so viel kümmern. Aber andererseits ist es halt auch ein bisschen langweilig, weil ich habe es ja im Event-Video schon angesprochen, es gibt mehr oder weniger halt nur diesen Easter Basket, wenn man jetzt halt diese tägliche Quest nicht macht. Und das ist halt relativ wenig. Also es wäre irgendwie cool, wenn das Event jetzt wirklich vorbei ist mit den Zutaten, wenn das vorbei ist, dass sie dann actually irgendwie noch ein zweites Event vielleicht starten, ein kleineres Event oder so, vielleicht wieder mit einem CS-Set oder so. Und ja, das wäre cool. Also das ist so meine Hoffnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht machen werden, ehrlich gesagt. Von dem her, naja, egal. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich meinen Senf dazugeben zu diesem Power-Ups im Überfluss-Zeug. Also ich finde die Änderung cool, dass sie bessere, also in meinen Augen zumindest, bessere Power-Ups reingeballert haben. Ich meine, allein liebliches Kohleklümpchen, wie gesagt, habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Dann Spicy Carbonara und was es noch war. Ja, auf jeden Fall nice. Nur die Form des Events, die Art des Events, wie es verpackt ist quasi, oder dass es eben nicht verpackt ist, sondern dass man alles einzeln droppt. Das ist das Einzige, was ich immer noch bemängeln muss. Und solche Events müssten einfach der Vergangenheit angehören, weil es einfach unnötig ist. Es ist nervig. Und ja, es stört. Also mich persönlich stört es. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es die meisten Leute jetzt feiern, dass man da 25 bis 30 Items droppen kann.
bei einem Wochenendevent. Gut, das ist vielleicht auch wieder der Vorteil, dass es nur ein Wochenendevent ist. Das heißt, es sind immer nur maximal 3 Tage. Aber trotzdem ist es nicht wirklich cool. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, ich werde euch jetzt hier cliffhangern lassen mit dem Level-Up. Mit 99% beenden wir das Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.